Einen wunderschönen guten Abend, liebe Überlebenden und Dschungelabenteurer. Willkommen zu einer neuen Runde bei den Geistern von Amazonien hier mit Natzen und Ashburn. Hi Ashburn. Ja, moin, Wie ihr seht, haben wir ihr hier einen Lieben. leeren Schildkrötenpanzer, denn ich war so frei und habe die schon mal dem Erdboden gleich gemacht. Wir haben das Schildkrötenfleisch. Ja. Und auch so gerne, wie es jetzt selber essen würden, denn wir brauchen es wirklich dringend. Oh ja, hier, guckt es euch an. Null. Ja. Sieht bei mir nicht Nothing. viel besser aus. Also sind wir aber so und sagen, nein, das ist wie das Dschungelbiest. Disgusting. Ugh. Ja, willst ja Heilig. nichts, ne? So, wo war das nochmal? Warte mal. Ah ja, genau. Da Ja. müssen wir hier lang. Warte. Ich wollte sagen, wir sind doch vorher nicht über den Fluss, Eben. oder? Ja, doch, aber hier lang. Ich hatte hier doch erst die Schildkröte gesucht. Hier läuft nämlich auch schon mal eine rum. Ah ja. Wahrscheinlich jetzt gleich taucht sie hier auf, wenn wir schon die andere haben. Ja, macht nichts, dann nehmen wir die trotzdem mit ihrem Hunger. Ja, stimmt, aber Ich hier ist er brauch nicht. Aber guck Fleisch. mal, hier sind überall Aras. Die geben zwar nicht so Ja. viel, aber besser als nichts. So, da hinten ist einer platt, hier ist einer platt. Und der ist auch platt. Super. Den habe ich nicht mal gesehen. Der ist auch platt. Ach ja, Wo es ist gibt mein Pfeil? Ara-Buffet. Wo ist mein Pfeil? Eigentlich, wenn du den auseinander nimmst, dann kriegst du den direkt wieder mit rein. So. Hä? Hier habe ich den Pfeil, aber der Ara ist nicht da. Witzig. Der ist ins Nichts gestorben. Okay. Also ich ver... da ist er. Okay. Na gut, dann haben wir ein bisschen Ara-Fleisch. Was soll's denn? Ja. Besser als nichts. So, ich glaube, hier mussten wir Genau. lang, ne? Warte, ich brauche mein Ara hier noch. Komm. 46, Sammeln. 16, 16 könnte passen. 16, Ist denn 15 der so. Fall wieder gelandet? Also ein kleines Stück nach Süden und in erster Linie aber nach Osten. Okay, wir müssen Du nach wartest ja noch Osten. mich. Ja, Ja. ich warte. Wir müssen Gut. zwischen 47, 46 gehen. Osten. Der Pfeil ist weg. Schon der zweite Pfeil, der weg ist. Apropos Pfeil. Haha. Was? Ich hoffe, ich habe jetzt klein. Nein! Jetzt habe ich so viele, extrem viele Federn und nicht ein. Warte mal, ich muss mir erstmal kleine Stücke machen. Ich muss Federn machen. Pfeile machen. Oh nein! Was ist? Ich bin irgendwo drauf gekommen Aha. und wollte schlafen, aber ich habe mich wieder gefangen. Ich habe mich wieder Das gefangen. passiert ja öfter, kennen wir ja schon. Ja, ich weiß auch nicht. Ach Quatsch, was Sieben mache ich denn Pfeile da? kann ich bauen. Sammeln. Ja, dann werden wir gleich mal gucken, wie wir das Dschungelbiest einlocken. Aber ich bin auch schon Oh. wieder müde, weil, ne? Proteinmangel. Das heißt, wir müssen auch gleich an unserer Stelle, wo wir waren, erstmal kochen und schlafen. Und Ja. dann locken wir das Dschungelbiest raus. Ich bin echt gespannt auf So. das Vieh. Ich muss doch mal eben Platz schaffen So, bei ich kann mir. 10 Pfeile herstellen. Cool. Ja, ich Du muss kannst mal dann eben ein welche bisschen was abhaben, wenn du arbeiten. willst, weil ich habe dann recht viele. 16 Stück oder so, glaube Ne, ich. ich habe jetzt auch Pfeile hier, Boah, die aber fallen ich mir schon hatte aus der keinen Platz Tasche. mehr. Ja, ich auch nicht, weil die fallen gerade raus. Aber warte, ich habe auch Ja. noch den Tabak, den du mir gerade nicht gerade noch gehackt habe. Den muss ich noch eben verarbeiten. Ja, ich nehme noch mal eben dreckiges Wasser mit. Das leer jetzt. So. Ja, dann lass uns mal hübsch. Ja, ich nehme eben meine Pfeile. Sind das alle gewesen? Ja, gut. Ja, müssen wir auch, weil ich werde echt immer müder. Ja, ich auch. So, 46 müssen wir hin. Also einfach nur nach Osten. Und dann ein Ah, jetzt kleines müssen wir noch Stückchen auch nach warten. Süden. Aber nur ein ganz kleines. Können wir auch jetzt Ja. eben machen. Was dann? Was knurrst du denn da so? Ich nur nicht. Ja doch, das war's eindeutig du. Nö. Oh, ich kipp gleich um, du musst mich gleich mal wecken. Oh, das war die falsch. Ach nee, der wird nach Norden gemusst, nicht nach Osten. Nach Süden, Entschuldigung.
Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht weit. Nur ein Stückel. Na, hier schon. Andere haben Links-Rechts-Schwäche, du hast nur Südschwäche. Ich hab beides. Ja, guck. Das ist noch besser. Aber kenne ich. Gehen wir nicht besser. Ja, also. Sind wir uns doch wieder einig. Ja. So, und jetzt nach Osten weiter. Ah ja, hier ist auch schon unser See. Jetzt weiß ich, wo lang. Jetzt ja, warte. Da mach ich mal kurz Waschi-Waschi. Ja, ist gut. Du musst mich auch da gleich wahrscheinlich wecken, weil jetzt gleich ist over bei mir. Wahrscheinlich müssen wir uns gegenseitig wecken. Ja, hoffentlich nicht. Nicht gleichzeitig, hoffe ich. Ah, ich hoffe auch. So, ich bin jetzt aber auch gleich weg. Und tschüss. Ja, das ist gut. Ich kann dich noch wecken und dann gehe ich. Ja, dann mach mal. Ich kann dir nicht an den Arsch packen. Was? Nee. Was? Hör mal auf, mach keinen Scheiß. Ja, jetzt. Mein Gott. Da hast du mal die Chance. Schwere Geburt hier. So. Ja, ich weiß nicht, wie noch mal. Ich mache jetzt mal das gleiche hier. Ja. Badum. Hallo? Ah, da bist du. Nicht an mir vorbeilaufen. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Ich dich aber. Ja, ist ja gut. Im Umfallen. So, gewaschen und wieder gewaschen. So, komm, bevor gleich die Energie wieder uns umhaut. Ja, wir müssen ja eh bis zur Nacht warten, ne? Wir müssen jetzt einfach nur hier hoch, war das doch, oder? Nicht? Ah ja, hier, nach genau. Nach Sonnenuntergang, ne? Ja, ja, also, genau. Ja, dann hoffen wir doch mal, es geht heute genauso schnell dunkel wie sonst. Wir gucken gleich noch mal, was da steht, aber ich muss jetzt erstmal essen und schlafen. So. Ja, Feuerstelle, Feuer ist natürlich weg. Lagerfeuer, aber erstmal schlafen, würde ich eh sagen. Eigentlich ist es scheiße, wenn wir jetzt gleichzeitig schlafen, ne? Ja, sicher. Aber ich baue ein neues Feuer auf in der Zeit, in der du kannst. Ja, ja, und dann Ablösung. Sehr gut. Gehe ich ran. Gentleman. Dann kann ich ja kochen in der Zeit. Ja, genau. Schmeißt du mir dann das Fleisch da hin oder kannst ja schon mal was draufschmeißen und den Rest. Ah, nee, ich muss wahrscheinlich Feuer machen. Ne? Jetzt hab ich. Ich bin so klug. Ich hab die ganzen kleinen Stöcker noch gerade für Pfeile verballert. Das klang, als jetzt wieder irgendwo dran geschnüffelt. Ja, so. Mach ich nur. Nur ohne Kamera. An Blättern? Zum Beispiel. Kommt auf die Blätter an. Ne? Ja. So, ich bin fit. Ja. Immer noch nicht genug. So, jetzt habe ich genug. Jetzt sind genug drin. Ja, wir brauchen noch normale. Ja, auch die habe ich nicht genug. Wie viele noch? Ich habe 2, 3 habe ich. Ich habe einen nur reingetan. Weiß ich nicht. Nee, nee. Einer 5, fehlt 6. Nur noch. Einer fehlt nur noch. Oh ja, den habe ich. Gut, dann fange ich schon mal an. Mit Feuer machen. Boah, der keucht sich. So, den mache ich rein und dann penne ich. Bitch! Du hättest das Fleisch noch rausschmeißen können. Ach, verdammt. Ja, aber so viel Zeit hätte ich nicht mehr gehabt. Ja, ist nicht schlimm. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts. Oh, jetzt hätte ich fast die Schildkröte gebrutzelt. Die brauchen wir ja für was anderes. Nee, tu das nicht, du. Nee, meine ich. Die vergammeln auch immer so schnell. So, jetzt mach ich erstmal was zu essen. Ah. Ja, aber dafür ist ja schon gleich was fertig. Kannst ja da auch dran. Ich hab doch den Schildkrötenpanzer mitgenommen. Ach so. Ja, aber Ich hab noch mehr Ara-Fleisch. Ich hab Wasser dabei. Ich hab noch drei Ara. Ja, aber mit der Suppe kommen wir mehr aus. Das ist gut. 1, 2. So, hier, iss mal eins und dann können wir die restlichen. Und Tugan habe ich. Weil guck mal, ich habe auch einen Schildkrötenpanzer dabei. Kommt du den mal da drauf? Ja. Und ich tue Wasser rein. So, jetzt können wir jeder einen benutzen gleich. Ja. Wasser schneller. Ich hatte gar nicht an Suppe machen gedacht. Du hast vollkommen recht, natürlich. Macht doch viel mehr Sinn. Ja, auch mit Wasser und so, ne? Ja. Ja, und Proteinen und so. Ja, ah, das tat gut. Hast du noch mehr? Ja. Ich habe aber nur noch 5 Wasser. Hast du noch Wasser? Ich habe noch 75 Wasser. Ja, dann musst du den anderen füllen. Auch mit Fleisch, weil ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch den Schild, die Schildkröte. Kein Thema.
Nee, die schmeißt du bitte nicht rein. Nee, wie lange hält denn die eigentlich? 14 Stunden noch. In Game-Stunden. Und dann habe ich noch ein Ara-Fleisch gemacht. Ist gut. Ja, die sind auch fast wieder gut gefüllt. Das ist sehr gut. Ah, die bringt zwar nicht so viel, ne? Ja, aber die Menge macht's wie immer, ne? Richtig. Ich hänge hier wieder so wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Sorry, Leute. Ich hab sowas schon mal an mir. So. Brauchst du Nüsschen oder so? Ne, die habe ich. Hier, wolltest du noch einen Schluck? Ja, gern. Einer, wenn er über. Vielen Dank. Was machst du da drin? Alle Pilze. Oh, warte mal. Ich glaube, da habe ich auch noch was. Nee, habe ich nicht. Ist nicht schlimm. Mach mal trotzdem. Hast du noch Wasser? Ich habe noch 5. Ja, ja. Dann mach mal hier rein. Irgendwo. Et? Ja, kannst und du da auch noch. Ja. Ja, ist nicht schlimm. Das ist gut. So, dann kann ich noch die Avocado wenigstens kochen. Ja. Und von mir ist auch die Honigwabe. Ja. Ja, dann bin ich zumindest halbwegs wieder fit. Ja, mir geht's jetzt auch schon wieder wesentlich besser. Ich hätte auch noch Knochen gehabt, wäre es nötig gewesen. Also. Oh, ne, ich leider nicht. Ja, aber so viel geben die, glaube ich, auch nicht, ne? Weiß gar nicht. Ah, ja, nicht. Ich glaube mehr als so eine Ara-Fleisch. Oh, da geht aber jemand. Ja. Echt, die geben mehr als Ara-Fleisch? Knochen geben mehr als Fleisch? Kann es nicht versprechen, aber ich meine ja. Na gut, warum nicht? Ey, ich weiß nicht, was gleich für ein Vier auf uns zukommt. Hast du genug Pfeile oder so? Oder brauchst du welche? Ja, ja. Ich hab reichlich. Tendenz steigend. Ich habe exakt 10. Ah, ich habe fast 20, glaube ich. Okay. Ja, ich habe so viele Federn gerade halt, ne, gesammelt. Was ist hier überhaupt davon im Scheiß? Die Kacke kann raus. Ja. Ich mache sogar noch mehr. Dann können wir, sollen wir mal eben dann in die Nacht hineinschlafen, damit wir dann das Vieh anlocken können? Was sagst du? Das ist auch mal eine gute Idee. Ja, weil wir müssen ja, ja, ja. Das ist ja nur eine Nacht, ne? Da müssen wir noch zwei andere also danach Sonnenuntergang, nicht Nacht, Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, ne? Okay. Warte, wir gucken noch mal rein. Wir gucken noch mal schnell rein. Also, du findest sie im Dunkeln, den Blick gen Himmel gerichtet. Um den Tod in die Augen zu sehen, lasse dreimal nach Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang, okay, also... Das schaffen wir schon, komm. Ja. So, ich bin. Ja, ich schlafe jetzt auch. Wir schlafen aber nicht so lange, wie das gerade angezeigt hat, sondern mal bis 17 Uhr. 17 Uhr. Ah, okay. Ja, 17:40. Guck, jetzt geht nämlich langsam die Sonne unter. Ja. So, wo ist denn jetzt die blöde Höhle? Die war doch hier direkt. Ja. Hier. Frage. Hier ist sie. Ah, ja. Fein, fein. Ich hoffe, das war jetzt die richtige und nicht die... Daneben. Ich hoffe auch, aber hier liegt noch der tote Skorpion, ja, das passt. Ja, manchmal liegen die echt lange da, keine Ahnung. Ja. Ihr müsstet doch jetzt gleich kommen, ne? Also meinst du, ich sollte jetzt hier drauflegen, jetzt zum Sonnenuntergang hin? Nach Sonnenuntergang, was genau bedeutet das? Vielleicht wird es ja dann gefressen, nach Sonnenuntergang. Ja. Oder sollen wir echt bis zum Dunkeln warten? Es wird ja jetzt dunkel auch. Oh, danke. Den habe ich gesucht. Bitte. Ja, lass mal noch 5 Minuten warten. Ja, ist gut. Boah, ich bin echt aufgeregt. Bin auch mal gespannt. Aber wir müssen das ja dreimal machen hier. Ja, guck mal, jetzt kommen schon die Sterne. Ich leg das jetzt dahin. Ja, jetzt leg's hin. Genau. Let this be the first offering. Das sollte das erste Opfer sein. Ich komme morgen wieder. So, was will er dann? Das steht hier noch nicht. Dann müssen wir morgen wieder kommen. Also schlafen wir jetzt. Ja, wieder? Wir schlafen jetzt wieder. Dann verbrauchen wir auch nicht so viel. Da lachen 5.
Ja, aber irgendwie hast du immer wieder Hunger, wenn du wach wirst. Echt, da war ein Pfeil. Ja, dann glaube wohl. Erfreue dich an ihm. Nee, ich hab den gar nicht aufgehoben. No. Der war weg, als du dran vorbeigelaufen bist. Die sind jetzt voll eingeschaltet worden hier, diese Lichter von den Pilzen. Ja. Klick an. Nee, der Pfeil war weg, als du dran vorbeigelaufen bist, deswegen habe ich gedacht. It's magic. Geschnappt. Nee, hab ich nicht. Nee, gut. Warte, ich muss noch ein bisschen was aus dem Gepäck loswerden. Zack, Kohle da rein. So. Achso, das war's. Ich. Reicht ja auch. Schlaf. Ja. Jo, bis 3 Uhr. Hm. 3 Uhr 6, ja. Hm. Hängen wir noch mal 2 Stündchen dran. Das sind nur 4. Ja, ich hab's gesehen. Mhm. Aber jetzt gehen doch schon wieder die Nährstoffe runter. Das ist immer so scheiße. Das ist der Blöd dabei. Der Blöd. Komm, wach mal auf. Oh. Ja, Entschuldigung, haben nicht aufgepasst. Oh. Oh, 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 oh. Ganzen Werte wieder am Arsch. Ja. Protein ist auch wieder mies, ja. Wir müssen schnell was trinken, ne? Ja, ich hol mal eben Wasser. Hier liegt schon mal ein Ara rum. Das ist gut. Den sammle ich schon mal wieder. Oh, das wird jetzt ja eine spannende Geschichte hier. Ja, ich bin auch mal gespannt, was es als nächstes sein darf. Ich hoffe nicht etwas, was zu weit weg ist. Vor allem, ich habe ewig schon keine Tiere mehr gesehen. Das ist wahr, ey. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hier gibt's Ameisen. Oh, ich habe hier schon wieder diese Hackgeräusche. Ich hatte das eben auch schon, wo wir offscreen waren. Nee, jetzt hab ich eine Kokosnuss gehackt. Ach so, okay. Das könnte. Ja, eben waren wir hier an der Stelle, auf einmal höre ich hier irgendwas hacken. Ich dachte, was ist das denn? Hat ja einer Holz gefällt, aber da war gar keiner. Und Eschbären war es auch nicht. Nee. Ich war das nicht. Also ich höre hier in letzter Zeit Sachen im Dschungel, das ist schon der Wahnsinn. Wo bin ich denn jetzt reingerannt hier wieder? Wo bist du denn? Ach, da ist ein Ameisenhaufen, jetzt sagt ja. Das doch. Ich bin hier. Hier. Hier ist er. Okay, sollen wir mal eben gucken, ob schon da was steht, was es noch ja, haben will. Können wir machen. Oder müssen wir wach bleiben, bis das Viech kommt? Nee, glaube ich nicht. Da stand ja, ich komme morgen wieder, nicht ich bleib da. Ja, ja. Wo stand das? Hier. Da, wo ich dem das gegeben habe, hat der Jack das gesagt. Ach so, ach so. Das dürfte die Bestie rauslocken. Ja, das ist immer blöd, das so. Höre ich nicht. Das ist doof. Falsche. Nein. Das ist richtig. Okay. Nee. Doch. Okay. Was ist denn los mit dir? So, da ist er schon angezeigt. Guck mal. Schildkrötenfleisch. Oh, echt jetzt? Ja, ich habe mir das fast gedacht. Ich nicht. Ich habe gedacht, da muss jetzt jedes Mal was anderes hin. Ja, aber die ist jetzt nicht schon wieder da, ne? Dazu müssen wir. Nicht. Nee, hundertprozentig nicht. Das geht nur, wenn du einmal wieder aus dem Spiel rein und rausgehst. Mhm. Dann kommen die Tiere wieder. Jetzt weiß ich nicht, wo wir eine Schildkröte herkriegen. Ja, das ist blöd jetzt, ne? Weil wir die eine schon jetzt platt gemacht haben. Aber vielleicht ist die andere jetzt da. Ey, nee, das kann nicht sein, dass Feuer runtergebrannt ist. Ja, doch, wir haben die Nacht über durchgeschlafen und danach nichts mehr daran gemacht. Das kann schon sein. Das nervt doch tierisch, ey. Oh ja, das ist ein guter Plan. Mhm. Schon mal habe ich sowas. Ja, dann müssen wir jetzt wieder runter. Irgendwie wir gehen wieder zum Hafen, weil es gibt eigentlich dann noch eine dritte Stelle, wo schon mal eine Schildkröte sein kann. Wir gehen auch nochmal die Stelle ab, wo wir eben waren. Ja, aber das ist jetzt auch wieder. Das ist, ja, was sollen wir denn machen? Ja, können wir nichts machen, das ist klar. Ich finde das auch doof. Wir brauchen im Grunde, da ist doch für die dritte Nacht dann auch wahrscheinlich wieder Schildkröte. Ja, wahrscheinlich. Dann lass uns direkt 2 suchen. Ja, eben. Problem ist, es müssen 3 Nächte hin. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich wird das schimmeln. Das Problem ist halt auch, dass wir das in 3 Nächten hintereinander schaffen müssen und nicht, ich weiß nicht, wie schnell wir welche finden werden. Nee. Warte, ich muss mir waschen. Ne? Ich warte. Ja. Gut. Ich mache mir so lange die Egel weg. Ja. So, ich mache mir meinen Parasiten weg. Und er meckert schon wieder, da die Proteine fehlen.
Ja, bei mir noch nicht, aber es kann sich auch noch rum. Danke. Sekündchen handeln wahrscheinlich. Oh, ich drossel mich hier an meinem Kabel. Was ist denn los heute? So. Was machst du? Ich hab das irgendwie gerade, hatte ich zwischen Arm und Stuhl kurz geklemmt aus Versehen. Ich nehme schon mal Holz mit fürs nächste Feuer. Ja, das ist gut. Hier lag gerade so ein schöner Stapel. Mhm. Da habe ich mir gedacht, komm, greif zu, Jung. Heute kostenlos hier. Ja, dann greif zu. So, jetzt bin ich auch voll wieder mit Holz. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal eben kicken, weil das... Ach ja, da runter. Wir hätten hier gar nicht hochkommen müssen. Jetzt müssen wir wieder runter. Ja, warte. Ach, spar dir die Energie. Hack kein Holz. Holz liegt hier überall rum. Nee, ich hab kein Holz gehackt. Das war ein Palmherz. Ach so, okay. Das ist sinnvoll. Was? Oh. Ich bin fast abgestürzt. Gestorben. Gestürzt, ja. Also ich bin gestürzt, aber nicht gestürzt. Hä? Ich verstehe schon. Ja, so. Ich bin fast zu weit gelaufen bei dieser Scheißschnucke und konnte im letzten Moment noch so bremsen, dass er langsam runtergefallen ist. Ich suche mir hier gerade keine Blätter, um die trocknen zu lassen, sondern ich suche eine Schildkröte, weil hier läuft auch schon mal eine rum. So. Aber wie alle anderen Viecher auch, versteckt die sich sehr gerne hier im Gestrüpp. Ach so. Und das reicht nicht, wenn man hier so zwischenguckt. Nicht unbedingt immer. Manchmal, da ist sie genau so, dass ein Blatt drüber liegt. Und außerdem nehmen wir ihr damit die Möglichkeit, sich zu verstecken. Na gut. Wir sollten eventuell mal beim Kaiman vorbeigucken. Meinst du, es kommt auch Kaimanfleisch? Ach so, ja, das können wir machen. Für uns? Ja, ja, ich hab's verstanden. So, hier war leider nicht, aber es gibt eventuell da vorne noch eine Stelle, wo eine sein könnte. Nicht da, wo wir jetzt gerade geholt haben, sondern auf der Seite, wo auch die Höhle ist. Also müssen wir gleich nochmal hier übers Wasser. Aber die Stelle ist hier zu breit, deswegen will ich das erst da hinten machen. Wo bist du? Wo bist du? Ja, komm mal Richtung Hafen. Komm mal einfach hier das Wasser entlang. In welche Richtung? Ach, wo warst du denn schon wieder? Ich denke mal, du bist hinter mir. Ich bin nur oben rumgelaufen. Das sollst du nicht. Ich sehe dich. Komm mal, komm mal. Ja, 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 ja. Schrecklich. Ach, hör doch. Du hast ja letzte Mal gemerkt, wie das passiert, ne? Wenn man auf den Boden guckt hier. Ungefähr wie Hans Kuck in die Luft. Ja, so in etwa, genau. Also hier, wenn wir keine mehr finden, die haben wir ja gerade uns geholt. Boah, wäre schön, wenn er so schnell nachbauen würde. Ja, das funktioniert hier leider so nicht. Ja, aber ist doch Aufgabe. Da kann man doch mal Ausnahmen machen. Tja, überhaupt könnte da mal öfter mal von irgendwas was sein dann. Ja, das stimmt wohl. So, wir müssen einmal hier rüber, weil manchmal läuft da hinten auf der anderen Uferseite auch noch eine rum. Das Spiel ist voll mies. Schmeiß Nüsse runter, du willst sie holen, zack, weg. Das hatte ich mit den Bananen eine ganze Zeit lang bei uns zu Hause. Also im Game, nicht bei uns zu Hause. Oh. Ne, hier ist aber auch gerade keine. Bin ich denn überladen, bitte? Hier ist auch gerade keine. Das ist doch scheiße. Knochen? So habe ich so viel Molinari-Blätter hier drin. So, nee, ich habe keine Knochen. Aber so 80.000 Federn, 28. Na, deswegen habe ich ja mir die ganzen Pfeile gemacht. Hatte ich nämlich auch. Weiß ich nochmal, ein bisschen Kohle raus. 21 Pfeile habe ich jetzt. Also, wenn du was brauchst, sag. Nee, Pfeile habe ich noch 10 Stück. Okay. Ja, ich habe 21. Ich hab nur irgendwie 48 Kilo an Bord. Oh. Aber hier ist auch keine verdammte Schildkröte. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Wer hier? Also der Schildkrötenpanzer nimmt gar nichts. Ja doch, 2 Kilo. Was ist denn so schwer hier, verdammt? Böcker und Seide wahrscheinlich, ne?
Ja. Ich habe noch 1,2 Kilo frei. Ich kann nichts mehr tragen. Hast du hier gerne was von wegnehmen? Mach ich. Gut. Also wenn wir einen Kaiman jagen, musst du die Dings mitnehmen. Die was? Das Fleisch. Ja, das krieg ich hin. Ja, gut. Das wird schon. Wir schauen mal, ob der gespawnt ist. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir einmal neu gestartet hatten, bevor oder nachdem wir den erlegt hatten, weißt du? Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Ich auch nicht. Und das werden wir jetzt mal hier herausfinden. So, am besten wieder von hier oben. Ja. Dann kann man den wieder besser beschießen. Boah, ey, du bist so ein Asthmatiker hier in diesem Spiel. Ja. Erste der... Schildkröte? Nein, echt? Yay! Yeah. Ah, da ist aber auch kein Mann. Wo denn? Weiß nicht, ich habe nur Fauchen gehört. Ich höre ihn auch, aber ich sehe ihn noch nicht. Das ist nicht gut. Der kommt gleich aus dem Wasser bestimmt. Da hinten ist er, ich sehe ihn. Oh. Der kommt da aus dem Wasser. Voll daneben war. Ja. Jetzt ist er platt. Boah, ist der einfach so in sich zusammengesackt sofort. So. Ich hol das Fleisch schon mal. So, ich hab das. Einfach so in sich zusammengesackt. Ich habe Kaimanfleisch und bin absolut überladen. Ich muss mich jetzt erstmal waschen und entleeren hier. Ja, ja, ja. Geht mir nicht anders. Ich glaube, der hat auch noch den zweiten Panzer. Ja, ich glaube, den brauchen wir auch gar nicht, weil ich habe einen von zu Hause mitgenommen und einer war jetzt für To Go. Den würde ich, auch behalten als To Go Panzer. Ja. Dass wir den mitnehmen. Was ist denn jetzt so schwer hier? Da Schildkröten vielleicht oder? Ich habe hier Knochen. Ja, ich kann aber jetzt auch. Doch, ich kann noch Knochen rausschmeißen. Die Glasrohrfeile würde ich nicht rausschmeißen. Ey, komm, dann kick noch mal ein bisschen Kohle raus hier. Ich weiß nicht, die Kohle. Der Blatt wird wohl nichts mehr. Ach ja, ich hatte ja auch noch Kohle hier, stimmt. Und ein Obsidian. Oh, Asche auch noch raus. Scheißegal. Obsidian, was bringt der denn? Auch nicht so. Ja, doch. Jetzt habe ich 3, noch was frei. Oh, ich schmeiße mein ganzes Zeugs raus, ey. Ja, habe ich aber jetzt auch. Ganz viel. Gut. Ja, jetzt haben wir einmal Fleisch, ne? Einmal Schildkrötenfleisch. Ja, aber wir haben auch Fleisch für uns und das brauchen wir auch. Ja, natürlich. Wobei es mir immer noch nicht so schlecht geht wie dir wahrscheinlich. Also ich passe auch auf dich auf, dass du nicht ohnmächtig wirst wieder. Ja, das wird gleich definitiv irgendwann passieren. Ja, das dachte ich mir. Ja, ja, das ein bisschen dauert. Bisschen was habe ich noch an Energy. Habe ich meinen Wasserkübel voll? Ja. Ich aber nicht, glaube ich, oder? Nee. Ja, mach mal voll. Das gibt übrigens auch Gewicht, ne? Mit Wasser ja, drin. Ja, klar. Ja, aber... Ich kann ja jetzt laufen. So ist nicht, aber ich fall gleich Ich wollte dich nur darauf hinweisen, das ist auch so. Ist nicht in jedem Game so. Was? Dass da Gewichtsunterschiede sind, wenn voll oder leer ist. Ja, das stimmt. So, bleibst du bei mir in der Nähe? Ja, stimmt. Die geht's ja dreckig. Ich bin sofort weg. Obwohl, ich könnte auch hier ein bisschen pennen. Genau, mach mal einen Niggersche. Warte, so 2-3 Minuten. Also, zumindest so, da das ungefähr halb voll ist oder was. Ja, oder halb leer. Oh, hier liegen Flaschen. Ja, habe ich auch gesehen. Witzige Sache. Kann man leider nicht mitnehmen. Nee. Oh, was sollen wir damit? Ja, komm. Zerschmettern und die Ingus damit bedrohen. Ja, warte, ich trinke noch ein bisschen Wasser hier. Mhm. Ja, bei mir muss es auch wieder nur Protein ja, sein. Ja, super. Na gut, dass hier noch so Pilze waren. Gerade noch Pilze hier dran. Das Spiel ist so gemein. Haben wir zwei Parasiten. Na komm. Unterwegs finden wir schon was. Ja, ja. Ah, hier. Das siehst du. Ich bin auch nicht dreckig. Ach, die werden mir gar nicht angezeigt. Siehst du? Da haben wir es wieder.
Ja, das läuft hier. Das läuft hier. Das aber die hier werden mir angezeigt. Hier sind noch ganz viele. 5 Stück. Ach ja, ja, die sehe ich auch. Aber jetzt habe ich. So. Also, leider rennen hier nicht noch eine Schildkröte rum, ne? Wir gehen jetzt nochmal eh die Stelle ab, wo wir lang müssen und wo gelegentlich mal was spawnt. Vielleicht ist ja jetzt in der Zeit schon mal eine aufgetaucht wieder. Das wäre natürlich toll. Wäre wohl cool, ey. Wäre wohl voll cool. Voll cool. Komm, Schildkröte, sei cool. Ehrlich. Schildi. Jimmy. Bomput Maya. Gut. Ja, du ahnst es nicht. Ja, da will ich auch nochmal den Hardcore-Modus zocken. Ich auch, unbedingt. Unbedingt. Ja. Wir reden von einem Spiel, ein Horror-Game, das nennt sich A Dead of Night. Ja, doch so, ne? Ja, Dead of Night. Genau. Und das ist schon ziemlich crazy, aber auch ziemlich cool. Und wir haben es beide gespielt. Fall, ja. Er hat es im Livestream gemacht, ich habe es halt für mich gespielt. Ja. Und haben aber mal 2 Tutorials dafür rausgehauen. Aber ja, wir haben beide schon gesagt, da müssen wir der Hardcore-Modus irgendwie ran. Auf jeden Fall, ja. So, warte mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier jetzt richtig abgebogen sind. Sekunde, ich muss noch mal kurz runter. Mal eben gucken. Beide wohl. Ja, doch, ist richtig. Alles wegen gut. Diesem kleinen Dorf hier. Das ist nach Osten, ne? Genau. Das einfach ist nur ein Orientierungspunkt. Jetzt schnaufst du aber auch ganz schön noch. Ja, war auch anstrengend. So ganz ohne Proteine bist du hier unterwegs. Und, aber ja, ganz absolut. Ohne bin ich nicht. Ich bin noch immer, mir wird die Uhr noch nicht angezeigt. Ach, mir schon lange. Warte mal, war das hier? Oha. Nee, Quatsch, und, warte, ich muss mal eben ein paar Nüsse essen. Ja, mach mal. Iss mal ein paar Nüsschen. Da habe ich genug von. Da unten ist unser Tümpelchen. So, Fett ist wieder ganz voll. So, ich habe unseren Tümpel gefunden. Sehr geil. Oh ja. Kohlenhydrate sind auch voll. Ist nur Proteine. Aber jetzt haben wir ja Kaimanfleisch. Das bringt ja mal ein bisschen mehr, ne? Ja, das, oh ja, das sollte auf jeden Fall was bringen. Ah, warte mal. Wasser, Wasser holen, Wasser holen. Ich hab Wasser. Ja, gut, ich nicht. Oder? Wollen doch, ich habe welches reingetan, tatsächlich. Oh, habe ich gar nicht. Habe ich ja nicht mehr auf dem Schirm. Ja, es ist spät, Leute, schon. Es ist schon recht spät. Der Tag war lang. Und das Feuer ist fort. Ja, das war ja vorhin schon kaputt, als wir losgegangen sind. Stimmt. Ja, aber ich muss jetzt pennen. Dann geh mal pennen, ich mach Feuer. Feuerstelle. Ich mach Feuer. Dass wir noch was essen können. Dann gehen wir noch eben gucken, ob wir das Ding schon da hinlegen können. Obwohl, das machen wir wieder zum Sonnenuntergang. Schlafen wir gleich nochmal voraus. Ja, ja, genau. Aber weil, so ein Proteinmangel, der geht echt auf die Energie, ey. Der ist übel. Ja, allgemein, egal welchen Mangel du hast. Wir haben nur irgendwie mal am meisten. Protein ist irgendwie der. Wir haben am meisten Proteinmangel. Weißt du auch warum? Weil wir unterwegs Nüsse, Bananen finden, Wasser. Aber du findest kein fertiges Fleisch. Wir brutzeln nicht genug vor oder so. Das kann sein. Hast du schon drin alles? Ich hatte alles da. Ach super, und ich suche hier. So. Schwarzer Kaiman. Cool. Cool. Kann ich schon drauflegen, cool. Cool. Ach nee, wir wollten ja Suppe machen, ne? Ja, nimm das runter. Das geht auch schneller. Ja, habe ich schon. Das geht auch schneller, wenn wir Suppe machen, weil dieses Fleisch braucht immer ewig, bis es gegart ist. Das hast du schon. Ja, ist doch nicht schlimm. Nicht. Ja, ist gut. Nee, bloß nicht. Bitte nicht. Was denn? Kein Schildkrötenfleisch, bitte. Daran. Nein. Ich hab das jetzt habe ich auch die Uhr. Gemacht. Seht ihr, jetzt habe ich auch Mangel. Jetzt geht die Energie so schnell runter. Hier, sauf dir ein. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber guck mal, wenn du 45, sogar... Krass, Tapirfleisch gibt mehr als das von vom Kaiman. Echt? Krass. Ja, Tapir gibt, war doch Tapir, ne? Ja, Tapir. Das war 90, hat das gegeben an Protein. 90. Ja, egal, ich hab halb voll, aber, das ist okay.
Ja, hier gibt's Ja, doch es für ist in jeden Ordnung. eine Schippe. Ey, guck Ja. weg, nimm die andere. Entschuldigung, So. ich war nur aus Versehen drauf. Ach, hör doch auf. Ich sehe doch, dass du die ganze Zeit auf Ja. meine Schale starrst. Ja, genau. So, So, ich habe aber hier auch jetzt noch ein wird's auch. Nee, bisschen. wird's nicht. Ich habe gedacht, es wird dunkel. Wolltest du nicht mehr? Hä? Nein, ich bin fertig. Jeder hatte So, ich sein. nicht. Ach so, ja, dann hau rein. Ey, ich habe noch Arafleisch hier. Ach so. Ja, aber Da ich noch nicht ganz voll dann bin. brat mal eins, dann nehmen wir das für to go mit. Ja, okay. Na, das bringt nichts, wenn der nicht mitpennt. Ich habe gedacht, wir pennen jetzt mal eine Stunde auf zwei voraus wieder, oder zwei, damit wir zum Sonnenuntergang kommen. So. So, ja, ich sollte ja jetzt hier braten. Hä? Hast du das wieder runtergenommen oder was? Ach so, ich dachte, das wäre schon fertig. Entschuldige. Guck doch weg. Glaube nicht. Entschuldigung, ich hab nicht, ich war zu eilig. Alles gut. Jetzt habe ich natürlich die ganze Asche rausgekickt, ne? Ja, du bist ja auch Ashburn. Ja. Eigentlich habe ich ja immer Also Asche eigentlich wärst dabei. du jetzt Ashkick. Aber das klingt dann Eschkick. wie Ass-Kick und das lassen wir Richtig. mal. Obwohl, wenn ich nur der Arschtritt bin, geht's ja. Also als Arschtreter. Ja, Ist ja der älter Arschtreter als musst du sein, du. genau. Ja. Oh, jetzt bin ich wieder dreckig, scheiße. Egal, komm, schlafen wir mal eben. Da ist ja auch Wasser. Wir müssen ja Da gar nicht ist jeder. Wir sind Wasser. blöd, ne? Wir sind jetzt mal da runtergerannt. Wir haben in der Höhle Wasser. Ja, habe ich vorhin auch schon gesehen. Wie Idioten, ey. So, bis. Oh, 17. wir sind schon so weit. Scheiße. Aber das ist vielleicht nicht so schlimm. Ja. Steht ja nach Noch Sonnenuntergang. ist ja nicht nachts oder so. Nee, das nicht. Hoffen wir mal. So, ein bisschen. In der Höhle. Ja, ich komme. So. Warte, ich entegel mich noch. Leg das mit mir zusammen bitte hin. Ja. Und noch eins. Morgen das letzte. Hat er gesagt, ja? Okay. Hat er Ist echt gesagt. doof, dass wir das nicht gleichzeitig sehen, was der sagt. Nee, das ist echt Mist. So, dann müssen wir uns also morgen nochmal zum Hafen begeben und gucken, dass wir da noch eine Schildkröte kriegen. Die wird auch dann wieder gespawnt sein, weil wir jetzt raus hier sind. Yep. Und das bedeutet, beim nächsten Mal ist Hätten er ist ja wieder da. nichts. Ja, nix ja Ja. nix. Ich hoffe, dass es euch Genau. gefallen hat. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und schaut, wie wir, welche Bestie da lauern könnte. Ich bin schon echt gespannt. Ich auch. Ich sag ein kleiner Tapir, der uns in die Zunge Och Gottchen, hör auf, ey. Nee, ich glaube, das rausstreckt. wird wahrscheinlich wieder eine Raubkatze sein. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß es aber nicht. Wir werden es sehen. Nee. Wenn ihr es sehen wollt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, um nichts zu verpassen. Am besten Genau. Kanäle abonnieren. Glocken drücken. Dann verpasst er nichts. Genau. So sieht das aus. Ansonsten lasst uns auch gerne Kommentare da. Freuen wir uns immer drüber. Ja, auch gerne Hinweise für die anderen Rätsel, falls ihr da irgendeinen Tipp habt. Oh. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Bye bye.